Grüß Gott, mein Name ist Christoph von Öffle, NVO Architekten München. Ich stelle Ihnen unseren Beitrag vor, der vor allem eins sein soll: der soll flexibel sein, er soll dauerhaft sein, angenehm zu bewohnen und auch irgendwie menschenwürdig, und er soll vor allem gemeinschaftsbildend sein. Diese drei Sachen sind entscheidend. Wie kann das gelingen? Wir haben einen ganz einfachen Typus vorgeschlagen. Es ist ein Reihenhaustyp auf zwei Geschossen. Auf den beiden Stockwerken kann man bis zu 6 Individualzimmer realisieren und einen Gemeinschaftsbereich noch dazu. Die Zwischenwände zwischen den Individualzimmern sind aber rausnehmbar, sodass man auch andere Raumkonstellationen gestalten kann, sodass es von einer Kleinfamilie bis zu 12 Personen belegbar ist. Das ist mal das eine. Das nächste ist eine dauerhafte Lösung. Wir haben uns hier für eine Blockbauweise entschieden. Die Blockbauweise ist insofern sehr angenehm, weil sie das massive Holz hat bauphysikalisch hervorragende Werte. Dadurch kommen wir mit ganz wenig Technik aus, was im Nachgang natürlich eine Kostenreduktion bedeutet. Und das Holz ist sehr angenehm zu bewohnen. Also der Blockbau ist gleich die fertige Oberfläche, sowohl außen wie innen. Das heißt, es ist auch sehr schön, altert sehr schön und fügt sich sehr gut ins Landschaftsbild ein oder auch ins Ortsbild. Wir haben weiter hier eine Veranda davor, die gemeinschaftsbildend ist. Das ist der Raum, wo dann auch Gespräche entstehen können und wo man in die einzelnen Häuser eintritt. Was die Blockbauweise aber ermöglicht, und das ist das Entscheidende, ist, dass ein Bausatz fertig vorgefräst auf die Baustelle geliefert wird und von den zukünftigen Bewohnern selbst zusammengebaut wird. Es ist alles eindeutig und relativ einfach zusammenzusetzen. Dieses gemeinsame Bauen löst eine ganz andere Art von Gemeinschaftsgefühl aus. Das ist, wenn man an einen Ort, wenn alle neu einziehen in ein fertig gebautes Neubaugebiet, dann lernt man sich bei der abendlichen Grillwurst kennen oder irgendwie beim Gespräch. Aber wenn man gemeinsam gebaut hat, dann ist eine ganz andere Basis des Kennenlernens und der auch Gemeinschaftsbildung da. Das ist das, was uns interessiert. Das ist das, was auch der große Beitrag für den Projekt sein könnte, und das ist es, warum wir es gerne zeitnah ausführen würden. In diesem Sinne herzlichen Dank.